Bitte. Nein, Digga! Bro, ich wurde gescampt, Mann! Digga, schau mal, was da passiert ist! Ey, ich hab sein Standort gefunden, aber ich wurde direkt gehackt von ihm! Ich wurde von ihm gehackt! Ich wurde von ihm gehackt! Hey, bleib stehen! Hey! Ich sag dir ehrlich, komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Hey, Bro! Bruh! OG-Skins! 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 Freunde, was geht, Alter? Ihr wisst gar nicht, was passiert. Ich hab grad geträumt, dass ich gescampt wurde. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, Digga. Schau mal, ich bin so gerade am Schlafen. Auf einmal diese OG-Skins aus dem Wald sind irgendwie gekommen in meinem Traum. Haben mich so rausgezerrt, haben Accountdaten geändert. Ich muss mal gucken, Digga. Ganz wichtig, bitte, ich soll nicht gescampt worden sein, Digga. Bitte! Bitte! Mann, Digga, aber wie scheiße wäre das denn eigentlich, wenn ich gescampt worden wäre? Sei mir ehrlich, das wäre schon, Digga, boah, bitte, 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 es soll gehen. Also, Freunde, ich sag euch ehrlich, wenn ich gescampt worden bin, dann werde ich mir zu 100% einen Hacker holen, der mir dann hilft, wo ich dann den Scammer einfach zu reden stelle und so weiter. Weil, ganz ehrlich, ich meine, das war jetzt auch nur Traum, Digga, ich wurde safe nicht gescampt. Bei Gott, ich wurde, glaube ich, safe nicht gescampt. Nein, Digga, safe nicht. Du wurdest safe nicht gescampt. Epic Games, anmelden, bitte, 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 bitte. Ich muss auf meinen OG-Skin-Account, bitte. Okay, das ist mein anderer Account. Bitte, 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 bitte. Ich muss jetzt Passwort eingeben. Deswegen bitte. Ja. Bitte, bitte. Warte. Okay, das ist schon mal gut. Das zeigt mir an, dass diesen Account ist halt, dass es den auch wirklich gibt. Bitte. Nein, Digga! Bro, ich wurde gescampt, Mann! Ich sag euch ehrlich, Freunde, also wenn ich gescampt worden bin, dann ist es halt echt kacke. Ich sag mal so, ich kann da nichts machen. Ich werde jetzt auf jeden Fall zu einem Hacker gehen. Ich werde jetzt gleich einen anrufen, ihn beauftragen. Aber was? Ja? Wie viel hat dein Account überhaupt gekostet? Also du musst dir so vorstellen, ich hatte darauf OG School Trooper, ich hatte darauf andere OG Skins, ich hatte da auch eine Renegade Spitzhacke. Also ich sag mal so, wenn ich den jetzt verkaufen würde, der würde safe 2000 Euro kosten. Digga, das ist richtig mies, dass ich da jetzt nicht mehr drauf komme. Ich werde jetzt auf jeden Fall zu einem Hacker nach Hause gehen, ich kenne einen persönlich. Der soll dann einfach sich ein bisschen um die Sachen kümmern. Ich sag ihm E-Mail-Adresse und so weiter, Kaufbelege. Epic Games werde ich auch anschreiben, aber das Problem ist, Epic Games hilft dir einen nicht, wenn man keine 2FA aktiviert hatte. Deswegen, Freunde, falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt, wo ich dann mit OG-Skins in Real Life zu tun habe, dann ganz wichtig, jetzt den Daumen hoch drücken, vielleicht auf dieses Video die 5000 Likes schaffen und eventuell noch auf Ehrenbruder Basis einfach mal den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, denn es wird jeden Tag Videos geben und wir sehen uns dann gleich wieder im Auto, wie wir zu dem Hacker fahren. So, Freunde, wir fahren gerade alle zu dem OG-Skin-Hacker. Also ihr müsst euch so vorstellen, mein Account wurde gescampt. Ich kann dagegen nichts machen, ich kann ihn auch nicht zurückholen. Mein Passwort wurde einfach geändert. Ich weiß gar nicht, wie das passiert sein konnte. Aber wir gehen zu dem besten OG-Skin-Hacker. Ja, genau. Ich habe gehört, er hat schon echt viele Accounts zurückgeholt. Und wir fahren jetzt einfach mal zu ihm. Wir sind ja gleich da. Ich habe ihn angerufen. Er meinte, ja, wir können direkt hoch. Und das Ding ist halt, wir müssen dann seine Stimme zensieren, weil er möchte nicht erkannt werden. Er will auch so eine Maske anziehen. Ja, ich bin echt gespannt, ob wir das schaffen und meinen Account zurückzuholen. Ansonsten sehen wir uns gleich. Kuss. Okay, Freunde, wir sind gerade bei dem Hacker. Ich habe gerade geklingelt. Ich hoffe, er macht auf. Bro, denkst du? Man soll hier nicht so viel sehen, weil der Hacker hat gesagt, man soll nicht wissen, wo der wohnt, weißt du? Denkst du, wir können ihm überhaupt vertrauen, Digga? Ich stell dir vor, er verarscht uns so die ganze Zeit und sagt, ja, ich kann hacken, aber stell dir vor, er klaut einfach Geld so, sagt 50, gibt 50 Euro, ja, und dann geht er einfach. Bro, der hat auf Google richtig gute Rezensionen und so. Alles 5 Sterne. Natürlich vielen Leuten, wenn man da ist, ja, vielleicht. Ja. Ey, Jungs. Jetzt müssen wir erstmal hochkommen. Ja, die Tür ist nicht offen. Freunde, wir gehen jetzt hier rein. Ich sag euch, ey, ich bin mega gespannt, ob er uns helfen kann oder nicht. Wieso war die Tür offen? Hier riecht es nach Chicken, Digga. Ich will nach gebrannten Chicken. Komm mit. Hallo? Sind wir zu Hause? Ja, ich hab Durchfall gehabt. Hallo? Ich hab euch hier erwartet. Hallo? Ich hab euch hier erwartet. Sie sind der Hacker? Jawohl, ich bin es. Danke. Ich bin ein Mates. Ja, ich bin ein Mates. Bro, wie gesagt, du musst mir helfen, meinen Account zu holen. Der wurde ja heute einfach gescampt, Bro. Wird mich einloggen, da stand Passwort und so alles weg, weißt du? Dann bist du hier genau richtig. Dann bist du hier im Paradies bei mir. Wählen wir uns erstmal an. Ich werde deinen Account natürlich zurückkriegen. Okay, okay. Warte, gib mir 2 Minuten und dein Account ist wieder zurück. Okay, okay. Ich werde den Hacker finden. Okay, danke. Eine Frage jetzt. Wie viel Geld möchten Sie jetzt vorab haben, dass wir das mal klären? Ich würde es nicht billig für Sie. Also ich kann 50 Euro geben, wenn ich. Ah, das
Es wird leider nicht reichen. 55? Es muss mindestens das Doppelte sein. 100 Euro. Kann ich den Geld, ich gebe dir die Hälfte und danach, wenn du mir Account zurückgeholt hast, gebe ich dir den Rest, okay? Das machen wir so. Okay, dann nehme ich das jetzt schon mal. Perfekt, sehr gut, Digga. 5 Euro möchte ich aber auch noch haben. Okay, hier. Das ist gut. Eben, Mann. Okay. Sie müssen, die dürfen nicht auf meine Daten gucken. Ja, okay, sag, gucken wir nicht drauf. Ja, okay, wir gucken da nicht drauf. Okay, Freunde, der Hacker ist da vorne gleich. Das Ding ist, er wird jetzt auf jeden Fall... Ich weiß ehrlich nicht, Freunde. Ich weiß ehrlich nicht, ob er wirklich jetzt zurückholen kann. Oh Gott, schon mal, der so viele Medaillen. Der sind das alles, sind das alles OG-Skin-Medaillen oder was? Oh, wow. Heftig. Krass, Mann. Digga, da steht OG-Skin, School Trooper. Man kann ihm vertrauen. Man kann ihm auf jeden Fall vertrauen, Freunde. Ist auf jeden Fall richtig wild. Wo ist der Scammer? Wo genau ist er jetzt? Ich habe seinen Standort gefunden. Wo ist er denn? Sein Standort ist direkt bei uns hier. Bei uns hier oder was? Das heißt, er ist in diesem Gebäude gerade drin. Digga, willst du mir damit sagen, dass vielleicht ich der Scammer bin oder du vielleicht? Digga, hast du vielleicht gescampt oder was? Nein, ich bin nur da, um das zurückzuscampen. Aber er ist auf jeden Fall in diesem Gebäude. Digga, Alter. Es könnte sein, dass er im Keller ist. Achso, du denkst, der Scammer wohnt vielleicht in diesem Gebäude? Das könnte sein. Aber Bro, das kann doch gar nicht sein, weil wenn er in diesem Gebäude wohnt, so was macht es für einen Sinn, dass er meinen Account scampt? Genau, bei dir zu Hause. Denn für mich sieht es so aus, als hättest du einfach gescampt. Weißt du, was ich meine? Also, ich bin nur ein Hacker. Ich möchte nur dir helfen. Ja, okay. Frage ist, okay. Ob du mir vertraust oder nicht. Ja, ich vertraue dir da schon, aber... Ja, meine Daten stehen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, lass einfach mal ein bisschen gucken. Vielleicht können wir sehen, genau. Einen Standort rausfinden, weil der Account kostet ja schon 2.000 bis 3.000 Euro und ich will auf jeden Fall den Account zurückhaben. Oh, er bewegt sich. Er bewegt sich. Wo? Er bewegt sich. Er war gerade im Gebäude, jetzt geht er nach unten anscheinend. Und das kannst du alles da rauslesen? Jawohl, das kann ich. Krass. Okay, Freunde, er ist vermutlich im Erdgeschoss. Ja? Okay, Freunde, ich sag mal so, wir gehen jetzt direkt in den Keller und schauen mal, ob der Scammer dort ist oder nicht. Wir nehmen euch dann gleich mit. Denkst du, der hat uns die ganze Zeit verfolgt oder was? Digga, oh, es kann halt sein. Ich hab doch gesagt, das Auto, was die ganze Zeit hinter uns war. Oh mein Gott. Bro, stell dir vor, das war er die ganze Zeit hinter euch. Digga, nicht, dass er weiß, dass wir jetzt beim Hacker sind, Digga. Stell dir vor, er weiß. Ich würd lieber beeilen. Bro, ich hab so Angst jetzt gerade. Ja. So, Freunde, das Ding ist, wir sind ja immer noch bei dem Hacker zu Hause und er meinte, sein Standort von dem einen Typen ist immer noch unten. Und ich sag euch, Digga, schau mal, was da passiert ist. Ey, ich hab seinen Standort gefunden, aber ich wurde direkt gehackt von ihm. Ich wurde von ihm gehackt. Ich hab seinen Standort aber gefunden, er ist draußen unten. Wir müssen ihn schnell holen. Schnell. Ich wurde aber komplett gehackt, Digga. Komm schnell mit, Digga. Freunde, das Ding ist, wir müssen jetzt nach unten gehen. Das Problem ist, er wurde komplett gehackt und der Typ ist immer noch unten und wir müssen jetzt ganz schnell runter. Digga, komm schnell mit, Mann. Schnell. Warte. Doch, da unten, film. Da unten ist der. Ist es er? Oh shit. Ist der Hacker? Ey, das ist er! Wie geil, warte ab! Ist der Hacker? Oh shit, ist er denn? Ey, bleib stehen! Lass mal ein, bleib stehen! Digga, komm schon runter, Junge! Oh, einfach mal hin, komm schon! Wir müssen auch mit der. Schnell. Ich bin da. Der ist da vorne, schau mal. Ey, der war da vorne. Ey, schnell, komm. Ey, ich glaube, wir haben ihn gefunden. Wir haben ihn echt gefunden, Digga. Der ist hier. Der ist weggerannt. Der ist nach rechts. Ey, da vorne ist der. Das ist der. Hast du ihn gesehen? Ja, ich hab ihn gefunden. Digga, so ein ehrenloser Freund. Der hat einfach komplett alles abgehauen, Digga. Der hat alles geklaut. Da ist er. Hey! Bleib mal stehen, ey! Ey, bleib stehen! Wir müssen ihn irgendwie anhalten. Schnell raus! Hey! Gut, schön! Ich hab deinen Account, du Hund, ich will 10.000 Euro, Digga. Schau, was da steht, Digga. Scheiße, Digga. Bro, was sollen wir machen, Mann? Du musst ihn ja richtig... Boah, komm schnell. Komm her. Was hast du gemacht? Komm her. Freunde, jetzt nehmen wir Kontakt mit dem Scammer auf. Gleich hier ist der. Ey, was hast du gemacht? Warum hast du deinen Account gescannt? Ja, warum hast du das gemacht? Weiß nicht. Wie, ich weiß nicht. Das weißt du nicht. Digga, du hast den Account gescampt. Hä? Hier steht, du willst Geld haben. Ja, das ist gerade von deiner Tasche gefallen, Digga. Das warst du. Digga, du warst. Bro, ich hab gerade deinen Standort herausgefunden. Ja, mach doch. Sei mal ehrlich. Wieso hast du Account gescampt? Warum? Auf welchen Wegen? Weil ich dich hasse.
Aber warum hast du sein ganzen Zuhause gehackt? Du hast mein ganzes Zuhause gehackt. Mein ganze Wohnung ist aus. Bist du ein Hater? Schaust du meine Videos an? Ja, natürlich. Ja, okay. Okay, ja, was, kann ich jetzt meinen Account zurückhaben, Digga? Natürlich nicht. Was soll ich machen? Ja, natürlich. Du musst deinen Account zurückgeben, Bro. Nein, mach ich nicht. Wir sind zu dritt, wir können dich schneiden. Ich renn weg. Ich sag dir ehrlich. Komm her. Hey, Bro. Nimm seine Taschen. Nimm sein Handy. Dein Handy ist nicht dabei. Wir ist nicht dabei. Er hat es nicht dabei. Und lass mal sein Gesicht. Überleg mir, bist du eigentlich? Digga, Bro, du bist es. Ist das dein Ernst? Digga, sowas macht man doch nicht, Bro. Also, ja, so mein Cousin. Bro, warum machst du das? Ich hasse euch. Man, Alter, ich hasse euch. Wieso hast du mich gescampt, Digga? Du bist doch voll der Ehemann, Digga. Wieso? Bro, das machst du nur Spaß, Bro. Sag das selbst nur ein Prank, Digga. Ey. Ja, wurde natürlich, Digga. Ey. Also, hast du den Account? Boah, ich dachte schon, so seine Stimme kommt mir bekannt vor, ne? Das kann doch nicht sein. Digga, irgendwie das, komisch. Er sagt auf einmal Prank, nachdem ich gesagt habe, das ist safe und Prank. Digga, das ist doch schon Prank. Irgendwie unglaublich. Ja, verarscht. Ja, das Ding ist, du wolltest 10.000 Euro haben, Digga. Und dann, wir haben dich komplett verfolgt. Du hast dein Zuhause komplett gehackt. Das hat nichts mehr mit Spaß zu tun. Das hat echt nichts mehr mit Spaß zu tun, Digga. Boah, ich sag dir, fürs nächste Mal, käme einfach nicht, Digga. Ja. Wenn du was brauchst, komm einfach zu mir, Bro. Ich bin immer für dich da, Bro. Ja. Du, ganz ehrlich, sowas macht man nicht, Mann. Ja. Okay, Freunde, falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke. Wir sehen uns dann morgen auf jeden Fall im nächsten Video. Und ich werde auf jeden Fall morgen eine richtig geile OG-Skin-Challenge aufnehmen. Und zwar jeder darf nur die Farbe von seinem OG-Skin essen und hat dann 10 Euro und muss es dann ausgeben. Und darf dann quasi damit dann 24 Stunden essen. Falls ihr das Video sehen wollt, morgen um 13:45 Uhr auf meinem YouTube-Kanal, lasst ein Like da, Kuss geht raus. Wir sehen uns morgen, ihr seid die beste Community. Und ciao, Ricky.